Kuchen backen mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie, 13.08.2021 YouTube. 1 250 Gramm Sahne Tofis, 500 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm weiche Butter, 325 Gramm Zucker, 1 Pack Vanillinzucker, 6 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 300 Gramm Gern Haselnüsse, 3 Esslöffel Kakaopulver, 250 Gramm Mehl, 1 Pack Backpulver, 6 Esslöffel Rum, 400 Gramm Doppelrahm Frischkäse, 2 Pack Sahnefestiger, eine Flasche, Klammer auf 125 Milliliter, Klammer zu, Karamellsoße, Backpapier, Zubereitlutz, 1150 g Tofis grob hacken, in ein hohes Gefäß geben, Sahne aufkochen, über die gehackten Tofis E3 und pürieren, zugedeckt testens 4 Stunden kalt stellen, Butter, Zucker und Vanillinzucker, hellcremig aufschlagen, Eier einzeln unterrühren. Nüsse, 1 Esslöffel Kakaomehl und Backpulver mischen, abwechselnd mit Rum unter die Buttereimasse rühren. In eine mit Backpapier ausgelegte Springform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, füllen. Im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180/Umluft, 160 Klammer zu, circa eine Stunde backen. Herausnehmen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Kuchen aus der Form lösen und waagerecht halbieren. Unteren Boden auf eine Kuchenplatte legen, mit einem Tortenring umstellen. Frischkäse steif schlagen, dabei nach und nach den Sahnefestiger einrieseln lassen. Karamellsoße unterrühren und mit aufschlagen. Creme auf dem unteren Boden verstreichen, zweiten Boden auflegen. Circa 11 Zweitelstunden kühlen. Toffeesahne mit den Schneebesen des Handrührgerätes steif schlagen. Tortenring entfernen. Torte mit der Toffeesahne einstreichen. Mit 2 Esslöffel Kakao bestäuben. 100 Gramm Tofis grob hacken, auf der Torte verteilen. Bis zum Servieren kalt stellen. Kuchen backen mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie, 13.08.2021 YouTube. 1 250 Gramm Sahne Tofis, 500 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm weiche Butter, 325 Gramm Zucker, 1 Pack Vanillinzucker, 6 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 300 Gramm Gern Haselnüsse, 3 Esslöffel Kakaopulver, 250 Gramm Mehl, 1 Pack Backpulver, 6 Esslöffel Rum, 400 Gramm Doppelrahm Frischkäse, 2 Pack Sahnefestiger, eine Flasche, Klammer auf 125 Milliliter, Klammer zu, Karamellsoße, Backpapier, Zubereitlutz, 1150 g Tofis grob hacken, in ein hohes Gefäß geben, Sahne aufkochen, über die gehackten Tofis E3 und pürieren, zugedeckt testens 4 Stunden kalt stellen, Butter, Zucker und Vanillinzucker, hellcremig aufschlagen, Eier einzeln unterrühren. Nüsse, 1 Esslöffel Kakaomehl und Backpulver mischen, abwechselnd mit Rum unter die Buttereimasse rühren. In eine mit Backpapier ausgelegte Springform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, füllen. Im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180/Umluft, 160 Klammer zu, circa eine Stunde backen. Herausnehmen, auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Kuchen aus der Form lösen und waagerecht halbieren. Unteren Boden auf eine Kuchenplatte legen, mit einem Tortenring umstellen. Frischkäse steif schlagen, dabei nach und nach den Sahnefestiger einrieseln lassen. Karamellsoße unterrühren und mit aufschlagen. Creme auf dem unteren Boden verstreichen, zweiten Boden auflegen. Circa 11 Zweitelstunden kühlen. Toffeesahne mit den Schneebesen des Handrührgerätes steif schlagen. Tortenring entfernen, Torte mit der Toffeesahne einstreichen, mit 2 Esslöffel Kakao bestäuben, 100 Gramm Tofis grob hacken, auf der Torte verteilen, bis zum Servieren kalt stellen. 75 Gramm kleine Salzbrezeln, 259 Butterkekse, 100 Gramm Butter, 1 Esslöffel Honig, 259 Vollmilchschokolade, 15 Gramm Zartbitterschokolade, 1 Glas, Klammer auf 370 Milliliter, Klammer zu, Sauerkirschen-Ess, 250 Gramm Schmand, 250 Gramm Mascarpone, 2 Pack
Vanillinzucker 9,2 Esslöffel Kirschkonfitüre, Klammer auf 51 für Fremrohnzubereitung 1 Brezeln und Butterkekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einer Teigrolle fein zerbröseln. Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Brösel, Butter und Honig vermengen. 4 Tartelette Förmchen mit Liftoff-Boden, Klammer auf 10 cm 0 Klammer zu, dünn mit Öl ausstreichen. Die Bröselmasse darin verteilen und als Boden und Rand andrücken. Circa 30 Minuten kalt stellen. 2 Schokoladen grob hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen. Kirschen abgießen und gut abtropfen lassen. Schmand Mascarpone und Vanillinzucker verrühren. Kirschen und Konfitüre mischen. Bis auf 8 Stück zum Verzieren unter die Mascarpone-Creme heben. Creme auf den Tartelettes verteilen. Flüssige Schokolade mit einem Löffel darauf geben und mit einer Gabel leicht unterstrudeln. Übrige Kirsche darauf verteilen und die Törtchen 15 Minuten kalt stellen. ...150 Gramm weiße Schokolade, 300 Gramm Butter, 2 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 100 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 230 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Backpulver, 1 Päckchen Puddingpulver Vanillegeschmack, Klammer auf zum Kochen, Klammer zu, Salz, 100 Gramm brauner Zucker, 60 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm Mascarpone, 1 Karamellschokoriegel, Klammer auf E, 25 Gramm Klammer zu, 12 Papierbackförmchen Zubereitung 1 Schokolade hacken, 100 Gramm Butter schmelzen, Eier in einer Schüssel verquirlen, Zucker und Vanillinzucker zugeben, ca. 3 Minuten aufschlagen, flüssige Butter unterschlagen, Mehl, Backpulver, Puddingpulver, Schokolade und eine Prise Salz mischen, zu der Butter Eimasse geben, kurz unterrühren. Mulden eines 12er Muffinblechs mit Papierförmchen auslegen und den Teig darin verteilen. Im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180 Umluft, 160 Klammer zu, ca. 20 Minuten backen. Auskühlen lassen. Paragraph 200 Gramm Butter, braunen Zucker, Sahne und eine Prise Salz aufkochen. Bei mittlerer Hitze unterrühren ca. 3 Minuten köcheln. Soße auskühlen lassen. Mascarpone aufschlagen, kalte Soße nach und nach unterschlagen, A-Creme in einen Spritzbeutel geben und als Tuffs auf die Muffins spritzen, Karamellschokoriegel in Stücke schneiden, Kubkakes damit verzieren, bis zum Servieren kalt stellen. 100 gut abtropfen lassen, Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Zucker in einem Topf karamellisieren mit Wein und Orangensaft ablöschen. Stachelbeeren, Vanilleschote und Mark dazugeben und ca. 1 Minute köcheln lassen. Stärke und 2 Esslöffel Wasser glatt rucken, das Kompott damit binden auskühlen lassen. Dellstifte in eine Pfanne ohne Rösten. Sahne mit des Handrührgerätes steif schlagen, dabei Vanillinzucker und Sahnefestiger einrieseln lassen. Mandelstifte unterrühren. Vanilleschote aus dem Kompott entfernen. Kompott auf die unteren Windbeutelhälften verteilen. Sahne darauf geben. Obere Windbeutelhälften darauf lege. Mit Puderzucker bestäuben. 200 Gramm kernige Haferflockenkekse, 125 Gramm Butter, 40 bis 50 Gramm Zartbitterschokolade, 250 Gramm Schlagsahne, 250 Gramm Schmand minus 2 Päckchen Vanillinzucker, 3 kleine Bananen ca. 2 Esslöffel, Zitronensaft, 100 Gramm Karamellbrotaufstrich, Öl für die Form zubereitet, eine Tarte Form mit Liftoffboden. Klammer auf ca. 1,23 cm 0 Klammer zu, mit Öl ausstreichen. Kekse in einen Gefrierbeutel geben und mit einer Teigrolle fein zerbröseln. Die Butter schmelzen, mit den Keksbröseln vermischen. Bröselmischung in der Form verteilen und zu einem gleichmäßigen Boden mit Rand andrücken. Mindestens eine Stunde kalt stellen. Schokolade grob hacken und über Klammer auf. 1. Einem warmen Wasserbad schmelzen. Sahne und Schmand getrennt mit je 1 Päckchen Vanillinzucker steif schlagen. Sahne und Schmand verrühren. Bananen in Scheiben schneiden mit Zitronensaft mischen. Keksboden aus der Form lösen, auf eine Tortenplatte heben. Mit Bananen belegen.
Karamellaufstrich in Klecksen darauf verteilen, mit Schmandcreme bestreichen, warme Schokolade auf der Creme verteilen und mit einem Löffelrücken kreisförmig verstreichen, Kuchen ca. 30 Minuten kalt stellen und gut abtropfen lassen, Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen, Zucker in einem Topf karamellisieren mit Wein und Orangensaft ablöschen. Stachelbeeren, Vanilleschote und Mark dazugeben und ca. 1 Minute köcheln lassen. Stärke und 2 Esslöffel Wasser glatt rucken, das Kompott damit binden auskühlen lassen. Der Stifte in eine Pfanne ohne Rösten. Sahne mit des Handrührgerätes steif schlagen, dabei Vanillenzucker und Sahnefestiger einrieseln lassen. Mandelstifte unterrühren. Vanilleschote aus dem Kompott entfernen. Kompott auf die unteren Windbeutelhälften verteilen, Sahne darauf geben, obere Windbeutelhälften darauf lege, mit Puderzucker bestäuben. 3 Eiweißklammer auf 150 Gramm Zucker TL Speisestärke 1 bis 2 Teelöffel Zitronensaft 1 Baby Ananas 1 reife Mango 1 Biolimette 1 Esslöffel Honig 2 Kiwis Zubereitung 1 Eiweiße steif schlagen. Dabei den Zucker einrieseln lassen, weiterschlagen, bis eine glänzende Masse entstanden ist, Stärke darauf sieben und kurz unterschlagen, Zitronensaft unterrühren, 2 ein Backblech mit Backpapier auslegen, 9 Baiser-Häufchen darauf geben und jeweils mit einem Löffel Rücken eine Mulde eindrücken, im vorgeheizten Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 100/Umluft, 80 Klammer zu, 2 bis 2a Stunden trocknen lassen. Baiser im ausgeschalteten Ofen bei leicht geöffneter Ofentür über Nacht trocknen lassen. Ananas schälen, vierteln und den holzigen Strunk, 3 herausschneiden. Das Fruchtfleisch feinwürfeln. Mango schälen, vom Stein schneiden und das Fruchtfleisch feinwürfeln. Limette waschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Beides mit Honig verrühren. Mit Ananas und Mango mischen. Kiwis schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Kurz vor dem Servieren Baiser-Schälchen mit Kiwischeiben belegen und den Ananas-Mango-Salat darauf verteilen. 3 Eierklammer auf Salz 200 Gramm Zucker 100 Gramm Mehl 25 Gramm Kakaopulver 1 XTL Backpulver 3 Blatt Gelatine 1 roter fester Apfel 1 Esslöffel Zitronensaft 400 Gramm Magerquark 1 Päckchen Vanillinzucker 4 bis 5 Esslöffel Gin 350 Gramm Schlagsahne 1 türkische Lira Puderzucker Eier trennen Eiweiße, eine Prise Salz und 3 Esslöffel Wasser steif schlagen, dabei 100 Gramm Zucker einrieseln lassen, Eigelbe unterrühren, Mehl, Kakao und Backpulver mischen, 7, unterheben, Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen, im heißen Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180 Klammer zu, 8 bis 10 Minuten backen. Biskuit aus dem Ofen nehmen, auf ein gezuckertes Geschirrtuch stürzen und das Papetudi von einer edgige Teflei. Gelatine ein Ionor. Aue vierte eher edlerwe. Ite klein würfeln. Riss, Ritzenilu beträufeln. Quart und 100 Gramm Zuck und E-1.1 Ririm. Geiri ausdrücken, auflöse. Einrühren dann in der Kase, Quark rühren. Creme A unterstrich, Minute kalt stellen, bis sie leicht gejeif unterstrich. 200 Gramm Sahne steif schlage RR. Den Apfel würfeln unter die Creme heben. Biskuit entrollen. Die Creme darauf geben und glatt verstreichen. Biskuit wieder von einer Längsseite aufrollen und ca. 4 Stunden kalt stellen. 150 Gramm Sahne steif schlagen. Apfelviertel in dünne Scheiben schneiden. Rolle mit Sahne und Apfelscheiben verzieren, mit Puderzucker bestäuben, 375 Gramm Mehl, Butter in Flöckchen, 125 Gramm Zucker und Ei verkneten, ca. Prozent in Folie ca. 30 Minuten kalt stellen, 300 Milliliter Milch aufkochen, Pudding, Unterstrich, Unterstrich Pulver, 2 Esslöffel Zucker und 50 Milliliter Milch verrühren, in die Milch rühren, ca. 1 Minute köcheln. Auskühlen lassen, Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen, mit übrigem Teig und 1 Esslöffel Mehl verkneten, als Streusel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben,
im vorgeheizten Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 180°C/Umluft, 160 Klammer zu, 2010 bis 15 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Mürbeteig auf etwas Mehl rund, Klammer auf, ca. 30 cm 0 Klammer zu, ausrollen. Eine gefettete, gemehlte Tarteform mit Liftoff-Boden, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, damit auslegen. Ränder andrücken. Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Boden im heißen Ofen bei gleicher Temperatur ca. 25 Minuten backen. 6 Blatt Gelatine einweichen. Brombeeren verlesen. 500 Gramm Brombeeren pürieren, mit 75 Gramm Zucker verrühren. Gelatine ausdrücken, bei schwacher Hitze auflösen, 5 Esslöffel Brombeerpüree einrühren, in das restliche Püree rühren. Boden aus der Form lösen. Püree darauf streichen und ca. 11 Zweitelstunden kühlen. 2 Blatt Gelatine einweichen. Puddingschmand und 25 Gramm Zucker verrühren. Gelatine ausdrücken, auflösen. 5 Esslöffel Creme einrühren, dann unter die übrige Creme rühren. Creme auf den Kuchen streichen. Circa 1 Stunde kühlen. Übrige Beeren und Streusel auf dem Kuchen verteilen, mit Puderzucker bestäuben. Getrocknete Datteln, 125 Gramm Walnusskernhälften, 175 Gramm Mandelkerne, 60 Gramm Kokosöl, 5 Blatt Gelatine, 1 Bio-Zitrone, 500 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Zucker, 300 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Heidelbeeren. Zubereitung: 1 Datteln kleinschneiden, Walnüsse und Mandeln grob hacken. Mit Datteln und Kokosfett im Universalzerkleinerer feinmixen. Masse in eine geölte Springform, Klammer auf ca. 24 cm 0 Klammer zu, geben und als Boden fest andrücken. Den Dattelboden ca. 30 Minuten kalt stellen. 22 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zitrone heiß waschen, trocken reiben und die Schale abreiben. Zitrone halbieren und den Saft auspressen. 250 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Zucker, Zitronenschale und 2 Esslöffel Zitronensaft verrühren. Gelatine ausdrücken, bei schwacher Hitze auflösen. 3 Esslöffel Creme einrühren, dann in die übrige Creme rühren. 150 Gramm Sahne steif schlagen und unterheben. Creme in der Form auf dem Boden verteilen und ca. 1 Stunde kalt stellen. 3 Blatt Gelatine einweichen. Heidelbeeren in einem Topf 1-2 Minuten köcheln lassen und pürieren. Vom Herd nehmen. Gelatine ausdrücken und unterrühren, in den Heidelbeeren auflösen. 250 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Zitronensaft verrühren. Heidelbeeren unterrühren. Creme 15-20 Minuten kalt stellen, bis sie anfängt zu gelieren. 4150 Gramm Sahne steif schlagen und unter die Creme heben. Creme auf die Zitronencreme streichen und mindestens 3 Stunden kühlen. Die Torte kurz vor dem Servieren aus der Form lösen und in Stück schneiden. 13 und gut abtropfen lassen. Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Zucker in einem Topf karamellisieren, mit Wein und Orangensaft ablöschen. Stachelbeeren, Vanilleschote und Mark dazugeben und ca. 1 Minute köcheln lassen. Stärke und 2 Esslöffel Wasser glatt rucken, das Kompott damit binden, auskühlen lassen. Dellstifte in eine Pfanne ohne Rösten. Sahne mit des Handrührgerätes steif schlagen, dabei Vanillenzucker und Sahnefestiger einrieseln lassen. Mandelstifte unterrühren. Vanilleschote aus dem Kompott entfernen. Kompott auf die unteren Windbeutelhälften verteilen. Sahne darauf geben. Obere Windbeutelhälften darauf lege. Mit Puderzucker bestäuben. 250 Gramm Mehl, 375 Gramm Zucker, 2 Eier, Klammer auf, M Klammer zu, 250 Gramm Butter, 1 Kilogramm Äpfel, 1 Bio-Zitrone, 2 türkische Lire Zimt, 2 Esslöffel Weichweizengrieß, 500 Gramm Magerquark, 3 Pack Vanillenzucker, 50 Gramm Rosinen, 300 ml Milch, 300 Gramm Gemahl,
Walnüsse 300 Gramm, Gemahlmohn 1 Pack, Klammer auf 250 Gramm, Klammer zu, Strudelteigblatt, Klammer auf, Filo oder Fufkartig, Kühlregal, Klammer zu, eine türkische Lira Puderzucker, Zubereitung 1 Mehl, 75 Gramm Zucker, 1 Ei und 125 Gramm Butter, verkneten, ca. 30 Minuten kalt stellen, Äpfel reiben, Zitrone heiß waschen, trocken reiben, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Zitronenschale und Saft mit Äpfeln, Zimt, Grieß und 75 Gramm Zucker mischen. Quark 1 Ei 75 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillenzucker und Rosinen verrühren. Milch erhitzen. Nüsse 150 Milliliter Milch, 75 Gramm Zucker und 1 Päckchen Vanillenzucker verrühren. Mohn 75 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillenzucker und 150 Milliliter Milch ebenfalls verrühren. 2 125 Gramm Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Mürbeteig rechteckig, Klammer auf ca. 31 x 36 cm Klammer zu, ausrollen. In eine gefettete, eckige Springform, Klammer auf ca. 31 x 36 cm Klammer zu, legen. Strudelteigblätter entrollen, 2 Blätter in die Form legen, mit Butter bestreichen, Mohnmasse darauf geben, 2 Teigblätter auflegen, mit Butter bestreichen, Apfelnuss- und Quarkfüllung im Wechsel mit den übrigen Teigblättern ebenso einschichten, mit 2 Teigblättern abschließen, mit Butter bestreichen, die überstehende Teigränder nach innen klappen. 3. Den Kuchen im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180-Umluft, 160 Klammer zu, ca. 1/4 Stunden backen, abkühlen lassen und kurz vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. 650 Gramm Butter, 600 Gramm Zucker, 8 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 200 Gramm Erdnussbutter, 400 Gramm Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 2 EL flüssiger Honig XTL Meersalz, 800 Gramm, gesüßte Kondensmilch, 150 Gramm Erdnüsse, geröstet und gesalzen, 200 Gramm Zartbitterschokolade, 100 Gramm Schlagsahne, 1 Esslöffel Öl, Fett und Mehl, für die Formzubereitung 1/400 Gramm Butter und 400 Gramm Zucker cremig rühren, erst Eier einzeln, dann Erdnussbutter unterrühren, Mehl und Backpulver mischen unterrühren, 2 Teig in die gefettete, mit Mehl, ausgestäubte Fettpfanne des Backofens, Klammer auf ca. 32 x 39 cm Klammer zu, streiche im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180°C/Umluft, 160 Klammer zu, ca. 40 Minuten backen. Paragraph 250 Gramm Butter, Honig, Salz und 200 Gramm Zucker, unterrühren, aufkochen. Kondensmilch zufügen, unterrühren, köcheln. Karamell auf dem Kuchen verteilen. Erdnüsse grob hacken, 100 Gramm über den Karamell streuen. A-Schokolade grob hacken, mit Sahne Thunöl in einem Topf unterrühren, aufkochen. Guss auf dem Kuchen verteilen, fest werden lassen. Kuchen in Würfel, Klammer auf ca. 4 cm groß, Klammer zu, schneiden. Mit übrigen Erdnüssen bestreuen. 12 Stücke 1 Kilogramm Pflaumen, 250 Gramm Butter, 225 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, Salz, 2 Eier, 380 Gramm Mehl ITL Backpulver, 250 Gramm Schmand, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 350 Milliliter Milch, 2 türkische Lire Zimt, Puderzucker, 180 Grad vorheizen. Pflaumen waschen, halbieren und entsteinen. Für den Teig 100 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz cremig rühren. Eier einzeln unterrühren. 180 Gramm Mehl und Backpulver mischen. Zusammen mit 100 Gramm Schmand kurz unterrühren. Teig in eine gefettete Springform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, füllen und glatt streichen. Circa die Hälfte der Pflaumen darauf verteilen. Circa 15 Minuten vorbacken. Das Puddingpulver mit 50 Gramm Zucker mischen, dann mit 100 Milliliter Milch glatt rühren. Restliche Milch aufkochen. Das angerührte Puddingpulver einrühren. Unterrühren circa eine Minute köcheln. Zum Schluss restlichen Schmand unterrühren. Pudding etwas abkühlen lassen.
Für die Streusel restliches Mehl, Zimt, restlichen Zucker, restlichen Vanillezucker und restliche Butter, in Stückchen erst mit den Knethaken des Handrührgeräts, dann mit den Händen zu Streuseln verkneten. Kuchen aus dem Ofen nehmen und die Puddingcreme auf dem Boden verstreichen. Die restlichen Pflaumen darauf verteilen und dann die Streusel darauf geben. Im Backofen bei gleicher Temperatur weitere ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen, auskühlen lassen. Mit Puderzucker bestäuben. Dazu schmeckt Schlagsahne. Zutaten für ca. 15 Scheiben 4 Eier, Klammer auf. 100 Gramm plus 1 Esslöffel Zucker, 50 Gramm Speisestärke, 75 Gramm Mehl, 1 gehäufter TL-Backpulver, 1 Esslöffel Kakaopulver, 3 Blatt Gelatine, 350 bis 400 Gramm Johannisbeeren, 500 Gramm Erdbeerquark, 1 Päckchen Vanillinzucker, 200 Gramm Schlagsahne, Zubereitung 1 Eier trennen. Eiweiße und 3 Esslöffel kaltes Wasser steif schlagen, 100 Gramm Zucker dabei einrieseln lassen, Eigelbe unterheben, Stärke Mehl und Backpulver mischen, auf die Eimasse 7 und unterheben, die Hälfte der Masse in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen, auf ein mit Backpapier belegtes Backblech Diagonalstreifen aufspritzen, dabei zwischen den Streifen ca. Abstand lassen. 2 Kakao unter die übrige Masse heben, ebenfalls in einen Spritzbeutel füllen und in die Zwischenräume spritzen. Im vorgeheizten Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180 Klammer zu, ca. 8 Minuten backen. Auf ein gezuckertes Geschirrtuch stürzen und das Backpapier abziehen. Biskuit mit dem Tuch aufrollen, abkühlen lassen. Gelatine einweichen. 200 Gramm Beeren abzupfen. Erdbeerquark, Vanillinzucker und 1 Esslöffel Zucker verrühren. Gelatine ausdrücken, auflösen. 3 Esslöffel Creme einrühren, dann alles in die übrige Creme rühren und ca. 15 Minuten kalt stellen. Asane steif schlagen, mit den Johannisbeeren unter die Creme heben. 3 Esslöffel Creme beiseite stellen. Biskuit entrollen, mit der Creme bestreichen und von einer Längsseite aufrollen. 3 Esslöffel Creme in Klecksen auf die Biskuitrolle geben, mindestens 3 Stunden kühlen, mit übrigen Beeren verziert servieren. Eier, Klammer auf, M Klammer zu, Salz minus 100 Gramm plus 3 Esslöffel Zucker, 100 Gramm Mehl, 25 Gramm Speisestärke, 1 türkische Lira Backpulver, 4 Blatt Gelatine, 2 Mangos, 200 Gramm Magerquark, 100 Gramm Vollmilchjoghurt, 2 Päckchen Vanillinzucker, 200 Gramm Schlagsahne, 150 Gramm TK Himbeerentee, Zubereitung 1 Eier, 4 Esslöffel Wasser und eine Prise Salz steif schlagen, 100 Gramm Zucker dabei einrieseln lassen, Mehlstärke und Iskohydrat, Backpulver mischen, auf die Eimasse 7 und unterheben, Backblech Klammer auf 35 x 40 cm Klammer zu, mit Backpapier auslegen, Masse darauf geben und glatt verstreichen. Im vorgeheizten Backofen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180 Klammer zu, 2010 bis 12 Minuten backen. Biskuit aus dem Ofen nehmen und auf ein mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen, Backpapier vorsichtig abziehen. Biskuit mit dem Tuch von einer Längsseite aufrollen und ca. eine Stunde auskühlen lassen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Mangos vom Stein schneiden, Fruchtfleisch schälen. Eine Mango würfeln, 1 längs in dünne Scheiben schneiden. Hälfte Mangowürfel fein pürieren. Mit Quark, Joghurt, Vanillinzucker und 3 Esslöffel Zucker verrühren. Gelatine ausdrücken, auflösen. Mit 3 Esslöffel Quarkmasse verrühren, dann in übrige Masse rühren. Circa 10 Minuten kühlen. Eine Sahne steif schlagen. Erst Sahne, dann Mangowürfel unter den Quark heben. Biskuitplatte wieder entrollen und die Creme darauf stretchen. Himbeeren darauf verteilen und ca. 10 Minuten kalt stellen. Biskuit mit Hilfe des Tuchs von der Längsseite. Zieh aufrollen und ca. 2 Stunden kalt stellen. Rolle vor dem Servieren der Mangoscheiben belegen. 8 Eier, Klammer auf. M Klammer zu, 1 Päckchen Bourbon Vanillezucker, 300 Gramm plus 2 Esslöffel Zucker, 1 Prise Salz, 300 Gramm gemahlene Mandeln, Klammer auf ohne Haut, Klammer zu, abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone und
Bio-Orange 250 Gramm Mascarpone 250 Gramm Magerquark 1 Glas, Klammer auf 720 Milliliter, Klammer zu, Schattenmorellen 35 Gramm Speisestärke. Zubereitung 1 Eier trennen, Eiweiße mit den Schneebesen des Handrührgerätes steif schlagen und kalt stellen. Eigelbe, Vanillezucker 250 Gramm Zucker und Salz, hellcremig aufschlagen. Mandeln, Zitronen und Orangenschale unterrühren. Den Eischnee portionsweise unterheben. Die Masse in eine gefettete 50. Sprintform, Klammer auf 26 cm 0 Klammer zu, geben und glatt streichen. Im vorgeheizten Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180 Umluft, 160 Klammer zu, 45 bis 50 Minuten backen. Kuchen ca. 12 Minuten vor Ende der Backzeit mit Alufolie abdecken. 3 Kuchen aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Anschließend aus der Form lösen und mit einem Tortenring umschließen. Mascarpone, Quark und 50 Gramm Zucker verrühren, auf den Kuchen streichen und ca. 30 Minuten kalt stellen. 9 Kirschen in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und den Saft dabei auffangen. Saft mit Wasser auf 500 ml auffüllen. 4 bis 5 Esslöffel Saft abnehmen, mit Stärke verrühren. Restlichen Saft und 2 Esslöffel Zucker in einem kleinen Topf aufkochen. Stärke einrühren, erneut aufkochen und circa eine Minute köcheln lassen. Kirschen unterheben und unterrühren, etwas abkühlen lassen. Kirschen auf der Mascarpone-Creme verteilen. Den Mandelkuchen circa 1,5 Stunden kalt stellen. Kuchen aus dem Tortenring lösen und auf eine Platte anrichten. Nach Belieben mit Melisse verzieren. Zutaten für 8 Stück: 200 Gramm Zartbitterschokolade, 125 Gramm Butter, 125 Gramm Mehl, 20 Gramm Kakaopulver, 1 gestrichener TL-Backpur, 2 Eier, Klammer auf, eine Prise Salz, 175 Gramm brauner Zucker, 300 Gramm Schlagsahne, 1 Glas, Klammer auf, 370 Milliliter, 5 bis 6 Stück, Klammer zu, Baby und Zubereitung, 125 Gramm Schokolade hacken, mit Butter je bei einem heißen Wasserbad schmetzen unterstrich Negrateo und Backpulver mischen, Eiersatz und braunen Zucker cremig aufschlagen, erst Schokomischung, dann Mehlmischung unterrühren. Teig in 8 gejätete und bemehlte Mulden eines 12er Muffinblechs verteilen. Im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 180 CIU Luft, 160 Klammer zu, 15 bis 20 Minuten backen. Sofort mit einem zweiten Missfinneck oder mit einem Glas Mulden in die Muffins drücken. Kurz abkühlen lassen, dann vorsichtig aus dem Muffinblech lösen und auskühlen lassen. 50 Gramm Schokolade grob hacken. 50 Gramm Sahne erhitzen, Schokolade darin schmelzen, Birnen abtropfen lassen, einige halbieren, Restscholeterie raspeln, 250 Gramm Sahne steif schlagen, in den 1000sten Rtens verteilen, Birnen darauf setzen und mit Syrkotaje bestreuen, Aprikosentopfe Strudelzutaten IR ca. 14 Stücke J 750 Gramm Magerquark eine Dose Klammer auf 850 Milliliter Klammer zu Aprikosen ca. 100 Gramm Butter minus 200 Gramm Zucker Mark von eine Vanilleschote eine Prise Salz 3 Eier Klammer auf M Klammer zu 8 Esslöffel Paniermehl Abrieb von 1 Bio-Orange eine Packung Klammer auf 250 Gramm Klammer zu Strudelteigblätter Klammer auf Filo oder Jufkartich Kühlregal Klammer zu 1 bis 2 Esslöffel Puderzucker Zubereitung 1 Quark in ein sauberes Geschirrtuch geben und kräftig unterstrich lausdrücken Aprikosen abtropfen lassen vierteln Butter schmelzen Zucker, Vanillemark, Salz und Eier verrühren. Quark, 3 Esslöffel Butter, 6 Esslöffel Paniermehl, Aprikosen und Orangenschalen, 3 Brieb unterrühren. 1 Päckchen Puddingpulver Vanillegeschmack, Klammer auf zum Kochen, Klammer zu, 1 Esslöffel plus 125 Gramm Zucker, 220 Milliliter plus 8 Esslöffel Hugo Cocktail, Klammer auf Prosecco mit Holunderblütensirup, Klammer zu, 275 Gramm, weiche Butter, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillenzucker, 4 Eier, Klammer auf.
225 Gramm Mehl, 3 türkische Lire Backpulver, 75 Milliliter Milch, 150 Gramm tiefgefrorene Heidelbeeren, 175 Gramm weiße Schokolade, 50 Gramm Puderzucker, 35 Gramm Kokosfett, 75 Gramm Schlagsahne, 75 Gramm Mandelblättchen, Frischhaltefolie, Zubereitung unterstrich L1 Puddingpulver. 1 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffel Hugo Cocktail verrühren. 220 ml Hugo Cocktail aufkochen, angerührtes Puddingpulver einrühren, ca. 1 Minute köcheln lassen. In eine Schüssel füllen, direkt auf der Oberfläche mit Frischhaltefolie bedecken und auskühlen lassen, Klammer zu, 150 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, Salz und Vanillinzucker, cremig rühren. Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, abwechselnd mit Milch unterrühren. Teig halbieren. Eine Hälfte mit 50 Gramm Heidelbeeren verrühren. Hellen Teig in zwei gefettete, mit Mehl aus minus 2 gestäubte Springformen, Klammer auf 20 cm 0 Klammer zu, füllen. Dunklen Teig darauf streichen. Restheidelbeeren darauf verteilen. Im vorgeheizten Backofen 200 Gramm Heidelbeeren, Klammer auf, frisch oder TK, Klammer zu, 1 Würfel Hefe, Klammer auf 42 Gramm, Klammer zu, 215 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 400 Milliliter Milch, eine Prise Salz XTL gemahl, Kardamom, 600 Gramm Mehl, 3 Eier, Klammer auf, 200 Gramm Marzipanrohmasse, 3 Esslöffel Zitronensaft, 750 Gramm Schlagsahne, 1 Esslöffel Puderzucker, Zubereitung 1, tiefgefrorene Beeren auftauen, Hefe mit 50 Gramm Zucker verrühren, Butter schmelzen, 200 Milliliter Milch zugießen, vom Herd ziehen, 100 Gramm Zucker, Salz, Kardamom und Mehl mischen, 2 Eier Hefe und Milchmischung zugeben, alles verkneten. Zugedeckt am warmen Ort circa eine Stunde gehen lassen. 2 Teig erneut durchkneten, in 12 gleich große Stücke teilen und zu Kugeln formen. Auf 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen und zugedeckt weitere circa 15 Minuten gehen lassen. 1 Ei verquirlen, Brötchen damit bestreichen. Im heißen Ofen, Klammer auf E bis H Erd, 200/Umluft, 180 Klammer zu, ca. 12 Minuten backen, auskühlen lassen. 3 Marzipan grob raspeln, mit 200 ml Milch verrühren. Von den Brötchen einen Deckel abschneiden, Unterteile aushöhlen. Inneres fein zerbröseln, mit Marzipancreme verrühren. Creme in die ausgehöhlten Brötchen spritzen. Heidelbeeren mit Zitronensaft und 75 Gramm Zucker pürieren. Sahne sehr steif schlagen, Püree unterheben. Auf die Marzipancreme spritzen. Deckel auflegen, mit Puderzucker bestäuben. Waschen, die skrale Feierabreiber. 3,7 auspressen, 120 ml Sa 77. Anmesserea, 7 unterstrich beiseite stellen. Mehl, Backpulver, Vanillinzucker, Eier, 7 gleich 77, L 120 ml Saft, 200 Gramm Zucker, Sahne, Sa, unterstrich Butter in eine Rührschüssel geben, nun Zachziehsen des Handrührgerätes verrühren. In Eier Backpapier ausgelegte quadratisch 3 cm Klammer zu, streichen. Kuchen im heißer Röhre Umluft, 160 Klammer zu, 35 bis 40 Minuten Backer. 72 Eine Zitrone in dünne Scheibe Wasser und 100 Gramm Zucker T15 Sie und 3,97 Zucker gelöst hat. Zitronenscheine in Ta köcheln. Herausheben und Abtropia-Alai-1 Kuchen auskühlen lassen. Pude.